Freude. Lexikon der Tugenden. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden. Mein Name ist Sukadev Bretz von www.yoga-vidya.de. Heute spreche ich über Freude. Freude, kann sagen, ist Freude eine Tugend? Vielleicht nicht unbedingt, aber Freude ist eine Fähigkeit, Freude ist eine Eigenschaft. Im Yoga sagen wir sogar, Freude ist deine wahre Natur. Wir singen bei Yoga Vidya gerne auch ein Lied, das nennt sich Anandoham. Ich bin Freude. Oder es gibt auch ein schönes Lied, ich habe Freude in meinem Herzen, jede Stunde, jeden Tag. Freude ist immer da. Gut, du hast nicht immer Zugang zur Freude, aber du kannst die Freude bewusst auch kultivieren. Du kannst dir Momente nehmen, um Freude zu empfinden. Freude ist nicht etwas, was abhängt von anderen Menschen. Manche Menschen sagen, ich hätte ja Freude, aber leider mein Partner, meine Kinder, meine Eltern, mein Chef, meine Kollegen, die Umstände und so weiter. Du brauchst nichts wirklich für Freude. Es gibt auch dieses schöne Lied, froh zu sein bedarf es wenig und wer froh ist, ist ein König. Du musst deine Freude nicht von anderen abhängig machen. Wie kannst du Freude empfinden? Ich gebe dir nur ein paar Tipps. Eine Möglichkeit ist, schaue dir eine Blume an. Wenn du eine Blume anschaust, lass die Schönheit der Blume auf dich wirken. Spüre die Schönheit der Blume, spüre Freude im Herzen. Nimm dir einen Moment Zeit, einen Baum anzuschauen. Nimm dir einen Moment, die Wolken oder den Himmel oder die Sterne anzuschauen. Nimm dir einen Moment, einen Menschen, den du liebst, anzuschauen und zu spüren. Spüre Freude. Oder gehe in dein eigenes Herz hinein und spüre im Herzen Freude. Egal, was an der Oberfläche deines Geistes ist, in diesem Moment magst du vor irgendetwas Angst haben. Du magst Lampenfieber haben, du magst Bedenken haben, du magst frustriert sein. Aber in der Tiefe deines Wesens, in der Tiefe deines Herzens ist Freude, jetzt und in diesem Moment. Auf einer oberflächlichen Ebene hast du gute Gründe, dich über alles Mögliche aufzuregen. Aber in der Tiefe deines Herzens ist Freude und Liebe. Das kannst du spüren in diesem Moment. Das ist also ein Aspekt von Freude. Freude zu erfahren, dir Momente der Freude zu nehmen und alles andere mal vorübergehend wegzulassen. Zweiter Aspekt der Freude ist das, was du tust, mit Freude zu tun. Es ist, man kann sagen, der aktive Aspekt der Freude. Freude hat einen passiven Aspekt, sie zu erleben, und es hat einen aktiven Aspekt, etwas mit Freude zu tun. Das, was du tust, tu es mit Freude. Tu es mit Enthusiasmus, stecke dein Herz hinein. Ich hatte eine kluge Mutter, beziehungsweise ich habe eine kluge Mutter, die hat gerne gesagt, was du machst, mach es richtig. Mach es mit Freude, mach es mit Energie. Steck Herz hinein und steck auch deine ganzen Fähigkeiten hinein. So wird man letztlich glücklich. Mach das, was du tust, mit Freude. Kannst du sagen, wie kann das gehen? Sogar Dave, du kennst meinen Job nicht. Du lebst in einem Ashram, du lebst in einer spirituellen Lebensgemeinschaft, du hast gut reden, du weißt gar nicht, wie mein Leben ist. Gut, stimmt, ich weiß nicht, wie dein Leben ist. Aber ich würde vermuten, mindestens in manche deiner Tätigkeiten kannst du auch Freude hineinstecken. Wenn du Staub saugst, du kannst Staubsaugen mit Freude machen. Du kannst bewusst sagen, ja, Staubsaugen ist ein Moment der Ruhe, ich mache sie mit Freude. Einatmen, Staubsauger nach vorne, ausatmen nach hinten. Oder ich schaue den Teppich an. Oder ich nutze die Gelegenheit, gleichmäßig zu atmen. Ich höre im Staubsaugergeräusch Om und das ist ein kosmischer Klang. Du kannst den Abwasch mit Freude machen, wo du sagst, auch ein paar Momente, wo ich einfach etwas körperlich tun kann. Du kannst aber auch im Job Freude hineinbringen. Manchmal kannst du auch überlegen, angenommen, ich würde das, was gleich anliegt, mit Freude machen. Wie würde ich es machen? Angenommen, ich würde das, was zu tun ist, mit Freude machen. Wie würde ich es machen?
Angenommen, ich könnte es mit Freude machen. Wie wird sich das anfühlen? Indem du überlegst, angenommen, oder wie könnte ich es machen, um mit Freude es zu machen? Also, vielleicht fasse ich das nochmal kurz zusammen, dass es praktikabel ist. Um Dinge, die du tun musst, mit Freude zu machen, drei Möglichkeiten. Erstens Affirmation, indem du sagst, ich freue mich darauf, das und das zu tun. Du brauchst nicht drüber nachdenken, sondern ich freue mich darauf, das und das zu tun. Zweite Möglichkeit. Angenommen, ich würde es mit Freude machen. Wie wird sich das anfühlen? Ja, ich weiß, ich habe mir graut es davor und ich weiß nicht und so weiter. Aber angenommen, ich würde es mit Freude tun. Wie würde es sich anfühlen? Angenommen, ich würde es mit Freude tun. Was würde ich machen? Dritte Möglichkeit ist, du kannst sagen, wie müsste ich es machen, damit ich es mit Freude machen kann? Wie könnte ich es machen, damit es Freude bereitet? Wie müsste ich es machen, damit ich es mit Freude tun? Es gibt auch noch eine vierte Möglichkeit, die beides verknüpft, nämlich die passive und die aktive Freude. Du kannst eben sagen, in der Tiefe meines Herzens ist Freude. Auf der Oberfläche meines Geistes ist Bedenken und Zweifel und mir graut es. Aber in der Tiefe meines Herzens ist jetzt und in diesem Moment Liebe und Freude. Und was auch immer äußerlich da ist, in der Tiefe meines Herzens ist Liebe und Freude. Und aus der Tiefe meines Herzens kommt Freude, Entschlusskraft, Begeisterung und wird schon bald mich ganz durchdringen. Aus der Tiefe meines Herzens kommt ein Pulsieren, das alle Zellen meines Körpers durchdringt. Aus der Tiefe meines Herzens, aus der Freude meines Herzens kommt eine Kraft, ein Enthusiasmus, eine Begeisterung, die durch mich hindurchströmen wird. Es mag sein, dass auf einer oberflächlichen Ebene ich weiter Bedenken habe und Traurigkeit habe und frustriert bin. Aber in der Tiefe meines Herzens ist Freude. Und diese Freude aus der Tiefe meines Herzens macht sich schon Weg. Und schon bald wird diese Freude durch mich hindurchströmen. Ja, lass mich wissen, wie diese und andere Techniken wirken. Oder nimm dir einfach ein paar Momente Ruhe, um jetzt eine dieser Techniken anzuwenden. Ich wünsche dir viel Freude.